damals. Wir sind heimgekommen von der Schule, haben unsere Hausaufgaben gemacht und dann sind wir spielen gegangen oder sind zu Freunden gegangen. Mein Wunsch war immer, entweder ich möchte Lehrer werden, das habe ich schon von klein auf gewusst, dass ich möchte Lehrer werden, oder ich möchte Arzt werden. Nun, vom Arzt habe ich mich dann bald verabschiedet, denn wenn ich Blut sehe, dann kann passieren, dass ich vielleicht da flach liege und es schaut für den Arzt nicht gut aus, wenn er den Patienten umfällt, nicht weitermachen kann. Früher war es schon etwas streng in der Schule, als ich jetzt ist, weil ich auch vielleicht erzählen darf. Es ging nicht so vom Lehrer zu wie heute. Ich weiß, auch ich da war nicht, man hat die Schüler, man respektiert die Schüler als einzelne Personen, als kleine Erwachsene. Das gab es früher nicht. Also, wenn man etwas sagen wollte, musste man es erstmal aufzeigen. So herausschreien und so durcheinanderreden, gab es überhaupt nicht. Und mit den Noten war es auch viel, viel strenger. Da gab es bis zur, auch in der Volksschule, Fünfer. Was ist dort auch sitzen geblieben, das heißt, was jetzt nicht der Fall ist. Jetzt ist leicht, jetzt kommt man Betreuungslehrer dazu, man kommt Hilfen. Wer von der Volksschule in die Hauptschule gehen wollte, hat auch der Lehrer bestimmt, ob man so weit ist, ob man in die Hauptschule gehen kann. Oder wer besonders gut war, der konnte dann ins Gymnasium gehen. Nach der Hauptschule war es möglich, ins Gymnasium zu gehen. Oder es gab noch eine kurze Zeit das Realgymnasium und das Bundesgymnasium, also Realgymnasium und Gymnasium. Der Unterschied war der, im Realgymnasium hat man in der 3. Klasse mit Latein begonnen, im Gymnasium hat man in der 1. Klasse mit Latein begonnen, in der 3. Klasse schon mit Altgriechisch. Also das war ganz streng, da konnte man auch nicht mehr so leicht wechseln. Dann hat es noch die Handelsschule und die Handelsakademie gegeben und es war dann noch die Lehrerbildungsanstalt, LBA hat das geheißen. Ich war drei oder vier Jahre Lehrer, dann hat man die Volksschuloberstufe, das geheißen, abgeschafft. Da ist das so wie heute, 4 Jahre Volksschule, nach der 4. Klasse ist man entweder in die Hauptschule oder ins Gymnasium gegangen. Und damals konnte man bis zur 8. Klasse in der Volksschule bleiben. Und wie ich in der Volksschule angekommen habe, das war schon so, dass die meisten Kinder in die Hauptschule gegangen sind und in der Volksschuloberstufe nur mehr sehr wenige übrig geblieben sind. Das heißt, es sind für eine Klasse zu wenig Schüler gewesen und man musste 2 oder 3 oder 4 Schulgruppen in eine Klasse zusammenfassen. Zum Beispiel habe ich, wie ich in der Volksschule angefangen habe, 5. und 6. Volksschulklasse in einer Klasse zusammen gehabt. Das waren für 2 Klassen. Und ein anderer Kollege hat dann 7. und 8. Klasse gehabt. Das war dann im Unterricht nicht so einfach. Man konnte ja nicht den gleichen Stoff vermitteln. Das war unterschiedlich. Und das war dann, hat man Abteilungsunterricht genannt. Also, wenn ich von der Schule weggegangen bin, da waren noch Tafeln da. Da war noch eine Kurzschrift. Zur Tafel mit Ihnen war noch da. Die gibt es nicht mehr. Kurzschrift, das heißt, also man hat kurz geschrieben. Das war damals notwendig. Es gab keine Diktiergeräte. Und bei Gericht oder bei Rechtsanwälten saß immer jemand beiseite und hat mitgeschrieben, was die beiden gesprochen haben. Das musste auch gezeichnet werden, damit man es nicht abstreiten konnte. Und in Langschrift, wie das heißt, konnte man das zum Beispiel nicht schaffen, in kurzer Zeit. Aber in Kurzschrift, weil man, das heißt kurz, die Wörter kürzer geschrieben hat, das Kürzel, oder weil man sehr vieles weggelassen hat, war das zu schaffen. Und gute Stenografen, die konnten, so wie ich jetzt spreche, mitschreiben und dann hat kein einziges Wort gefehlt. Habt ihr da je was gesehen, so Kürzel? Habt ihr da, ich glaube, ich habe 100 Jahre gar keins mehr. Weiß ich nicht, wie so. Ja, ich traue mich nicht mehr, weil ich habe nicht mehr viel im Kopf. Aber vielleicht weißt du noch irgendwelche Kürzel, die was man machen könnte. So wäre Mitschriften damals gewandt. Ich bin froh, heute bei euch zu sein. Manchmal findet sich vielleicht in dieser Schrift.
gesagt haben, kürzt, oder verstehe ich gar nicht, ich habe es gar nicht gesehen. Das, das ist, da hat die Frau Wagner ja angefangen, oder? Wie geht jetzt auch? Ja. Und das war ich. Ja. Das ist ist. Ein Punkt ist ist. Oben Strich, das ist und. Ah, ja, genau. Das, der Strich ist wir, das gleiche ganze Wort. Und dadurch war es natürlich schon möglich mitzukommen. Also ich, ist, wir, und das ist ja. Und das haben wir gelernt, oder, dass ich jetzt meine eigene Erfahrung mitnehmen darf. Vierte Klasse, glaube ich, haben wir das gehabt? Vierte Klasse, ja. War das ein Wochenfach, gell? Stimmt das eh so? Ein Wochenfach, und man muss sich ja schon lange erinnern, wann das war. Zwei Stunden haben wir da gehabt. Und das hat man üben müssen. So wie ihr heute trainiert, weiß ich nicht, ein Programm, ein Computerprogramm. Ich glaube, meine Schüler, ich da, als ich da die erste Klasse unterrichtet habe, meine erste Klasse war hinten die letzte. Das war im Jahr 1966. Ja, 66. Habe ich die vierte Klasse übernommen. Was glaubt ihr, früher drinnen war? Was schätzt ihr? 24. Knapp daneben. 25. Wenn du das verdoppelst, die 24 kommst du knapp hin. Schülerzahl. 43. Das weiß ich auch. 43 habe ich gehabt. Ich frage mich, ob ich hineingefragt habe, die wollte ich gar nicht hereinbringen. Ich habe so kleine Mädchen gehabt, damit es überhaupt ausgegangen ist. Also, das werde ich Frau Fackel noch wissen. Übrigens, die Frau Fackel heilt mir auch noch nicht schon drin. Die werden es doch wissen. Die Bänke waren viel kleiner, sonst hätte man 43 gar nicht hineingebracht. Und dass da unten war, die Schüler sind eingesessen und der Typ, der stehst natürlich, Karol war halt beleidigt. Und da musste man schon ein bisschen strenger sein, weil sonst hätte man nicht verstanden. Bei 43 Schülern, wenn das so durcheinander gegangen wäre, wäre es unmöglich gewesen zu unterrichten. Also das war. Ja, und das war eben im Jahr 66. Die Hauptschule hier, welche Hauptschule ich anbieten wollte, die hat im Jahr 1965, 66 mit den zwei ersten Klassen begonnen, aber dann mit Lübinger Volksschule. Da waren zwei erste Klassen gehabt und die haben in der Vorschule drüben angefangen, weil die Hauptschule nicht fertig war. Ein Jahr später, 66, 67, war das Schulgebäude fertig und die erste Klasse war dann die zweite Klasse. Eine erste Klasse ist neu dazugekommen und die dritten und vierten Klassen, die haben wir von der Hauptschule übernommen. Ja, nach dem Staatsvertrag, ja. 1955, am 15. Mai 1955, und da war ich, weiß ich ganz genau, da bin ich in der ersten Klasse Hauptschule in der Neustadt gewesen und da haben wir gejubelt, der Staatsvertrag, und am 26. Oktober hat dann der letzte russische Soldat Österreich verlassen. War nicht sehr leicht für Österreich, obwohl die Russland groß, viel größer ist, als Österreich, der größte Staat in Europa, sehr viel Erdöl haben, haben sie Österreich quasi ausgebeutet. Wir mussten sehr viel, wir haben ja in Zisterdorf oben Erdöl vorkommen, ich glaube, sehr wenig Erdöl vorkommen. Wir mussten Erdöl, Öl nach Russland liefern. Sie haben ganze Maschinen abgebaut, ganze Fabriken abgebaut, die Maschinen mitgenommen haben. Züge, ganze Züge sind da gerollt, kann mich noch erinnern, ganze Züge sind da gerollt Richtung Russland und ist Österreich ärmlich gehabt durch den Krieg arm. Man hat noch ein paar Fabriken, die funktioniert haben, abmontiert und hat das nach Russland gebracht. Und das war 55. 55 bin ich noch in die Hauptschule in der Neustadt gegangen, ein Jahr. Und da bin ich ins Gymnasium gegangen und da kann ich mich noch erinnern, da sind Züge aus Russland gekommen, man sieht das in den Zeitungen, da sind die Kriegsgefangenen zum Zug gekommen. Und sofort in 1945 war der Krieg aus und noch im Jahr 1955, 56 sind erst sehr, sehr viele Kriegsgefangene zurückgekommen. Und wieder Neustadt, das war so ein Hauptbahnhof, wo eben diese Züge mit den Kriegsgefangenen angekommen sind. Ich weiß nicht mehr, war das irgendetwas ziemlich lang.
Und zu uns ins Haus ist immer ein höherer russischer Beamter gekommen. Mein Vater hat einen Wein gehabt, das heißt, und hat Wein gerne getrunken und hat dem Otto Wein gegeben. Und der ist dann jeden Tag gekommen. Und weil sie, so, wie gesagt, so widerlich waren. Und die Russen sind am Abend immer durchs Dorf marschiert und haben gesungen. Und wenn die durchmarschiert sind, bin ich zu diesem russischen Offizier, habe ich mich zu dem hingesetzt und habe gesagt, hoppala, lalala, also hat damals schon Musik gehört, wahrscheinlich habe mitgesungen, bin bei dem gesessen und wie dann so krank war, damals gab es ja keinen Arzt, ne, hat mich der, sagt mein Vater, so habe ich eingewickelt, haben sie mir eingewickelt und der hat ein Pferd besorgt mit einem Wagen und hat sie mich nach Schopron zu einem russischen Arzt geführt und anscheinend habe ich dadurch ja, wenn die russische Offizier nicht gewesen wäre, der war so oft im Haus, auch was Gutes, wenn man sich mit dem Vietnam freundet. Und dann wurde ich nach Schopern gebracht, mit einem Pferdeturm her und der hat mir geholfen. Mich so alt war wie mir, glaube ich, waren im Ort zwei PKW. Im ganzen Bundespark waren zwei PKW. Eines hat der Herr Pfarrer gehabt und das andere, das war so ein Baustoff. Und wie sind Sie da in die Arbeit gekommen? Oder? Zug. Das heißt, die meisten haben ja dann zu Hause gearbeitet, in der Landwirtschaft. Oder die Bänder waren sich mit dem Zug nach der Neustadt gefahren und sehr, sehr viele, der Großteil leider, das waren Wochenpendler. Also das ist nicht die in Wien arbeiten mussten, also Eltern, die in Wien arbeiten mussten, die konnten so nicht jeden Tag nach Wien fahren und zurück. Das gab es nicht. Die mussten, sind am Sonntagabend von zu Hause die Kinder verlassen müssen und Sonntagabend weggefahren, haben ganze Woche in Wien gearbeitet und Samstag sind sie nach Hause gekommen. Am Samstag mussten dann die Väter dann müssen am Feld helfen oder im Haus helfen. War nur kurz und am Sonntagabend mussten schon wieder nach Wien in die Arbeit fahren. Das ist sehr lange gegangen und zwar kann ich auch mit Ihnen auch sagen, das war im Jahre, wann habe ich gemacht, das war so 1960 circa. Dann haben sich die kleinen Landwirtschaften schon alle aufgehört im Ort, da gab es nicht mehr so viele, sind die meisten arbeiten gegangen und da gab es schon Busfirmen und die haben die Leute täglich, die Arbeiter täglich in der Früh um 5 Uhr in der Früh abgeholt und abends um 7 Uhr, 8 Uhr sind sie in der Verschaffung nach Hause gekommen. Und zu den Glanzzeiten sind 4 Autobusse in der Früh von Schaffendorf weggefahren, das war die Firma Springlande, sind, das könnt ihr vorstellen, wie viele Leute da ausgebildet haben und arbeiten mussten. 4 Busse allein von Schaffendorf weggefahren. Wie ich das letzte Jahr, habe ich schon gesagt, das letzte Jahr nach Saarbrücken in die Lehrgymnasienanstalt gegangen bin, da wäre ich auch nicht am Montag in der Früh hinaufgekommen mit dem Zug. Da wäre ich viel zu spät in den Unterricht oder in die Schule gekommen. Und zum Glück sind auch in Wolfsburg 2 Autobusse weggefahren. Und wenn man dann, der hat schon gewusst, dass ich jeden Montag, dann bin ich um 5 mit denen nach Wien gefahren. Bin dann in Wien am Westbahnhof Straßen gefahren und im Westbahnhof dann nach St. Pölten gefahren. Also wenn diese Busse damals nicht gegeben hätte, hätte ich auch schon wahrscheinlich am Sonntag hinauffahren müssen und hätte ich nicht so von St. Pölten heimfahren können. Heute bis mit dem Auto eine Stunde und 10 Minuten in St. Pölten. Die Frage hat mich schon gewartet, was war damals das Heiße gemacht? Wir haben unsere Pfeifer gemacht. Über Pfeifer, was hat weil das von sehr leicht von der Rinde gegangen ist. Da hat man, wenn die Bäume jetzt im Frühjahr, es geht im Frühjahr, wenn die Bäume im Frühjahr ausgetrieben haben, da waren sie im Saft, da ist die Rinde sehr leicht heruntergegangen. Man hat sich so ein Stück von der Weide, Vögel hat gesagt, von der Weide heruntergeschnitten, habe es ein bisschen geklopft, vom Messer, da war die Rinde weich, hat man die Rinde heruntergezogen, hat auf einer Seite den Stöpsel drinnen gelassen und auf der anderen Seite haben wir so wieder ein kleines Smiley, so einen Mund hineingeschnitten, einen
war ich Holz hineingegeben und damit konnte man pfeifen. Wenn man dann das Unterholzstück herausgezogen hat ein bisschen, dann war es höher oder tiefer. Dann haben wir geschaut, wer kann das schöne Pfeifen machen, wer kann das. Das hat uns halt beschäftigt. Oder man musste schon früh mitarbeiten in den älteren Betrieben, weil die meisten, das wird sogar in den meisten Häusern war damals Landwirtschaft, die haben eine Kuh gehabt oder man hat mehrere Kühe gehabt und die musste man auf die Weide treiben im Herbst. Es war nicht so viel Futter da, ich glaube, im Herbst, wenn die letzte Maat krummert vorbei war, dann durfte man mit den Kühen auf diese Wiesen gehen und dürfte sie dort weiden. Das war uns die liebste Beschäftigung. Warum? Ich weiß noch, wir haben zwei Kühe gehabt, ich habe die genommen, unser Nachbar zwei gehabt. Und da sind uns 7, 8 Buben gewesen dort, die Kühe weiden lassen. Und wir haben uns zwischen Lagerfeuer gemacht und was wir nicht hätte dürfen, aber trotzdem gemacht haben. Wir haben schon geschaut rundherum, wo Erdäpfel-Ecke sind. Und das war im Herbst, wie gesagt, das durfte erst nach der zweiten Maat, das war so September, Oktober, da waren ja auch schon Erdäpfel. Wenn wir Erdäpfel-Acker gesehen haben, haben wir ein paar ausgebuddelt, ausgetragen und haben es dann auf dem Feuer gemacht haben, gebraten. Waren die meisten verbrannt und russig, aber trotzdem haben sie uns am Boden aber sehr gut geschmeckt. Das haben wir gespielt. Oder wir haben Reifen getrieben. Also Spielzeug haben wir kaum gehabt. Wir haben uns selten gewusst, wenn ein Rad, so eine Radfelge, ne? Wenn die hier mal, wenn man die nicht gebraucht hat, wenn das Rad schon kaputt war oder die Felge wieder gezogen, hat man die Radfelge heruntergenommen, hat sich so einen Holzstab geschnitzt und hat dann mit dem Stab die Felge betrieben. Und da hat man Steine aufgelegt und da habe ich schon gesagt, die Felge hat so eine Rille, und wenn man so einen Stab da so in die Rille hineingegeben hat, da konnte man so Slalom fahren. Da hat man so einen Parcours gemacht, wer am schnellsten da durchkommt oder wer am schnellsten fahren kommt. Das war der Zeitvertreib. Oder was wir auch gern gemacht haben und nicht hätten machen dürfen oder sollen und ob Schicksal bekommen haben. Damals gab es ja noch sehr viel Kot. Die Straßen waren nicht asphaltiert. Ich weiß, ich bin oft so stecken mit ihm heimgegangen. Und nach einem Regen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber es gibt heute nicht mehr. Nach einem Regen, da haben wir schon geschaut, wo so der meiste Lehmboden ist. Ne? Und haben wir uns solche lange Haselnussstecken abgeschnitten. Die haben wir vorne zugespitzt und haben aus den Lehmkugeln so kleine Kugeln geformt. Und dann haben wir uns einen frisch gedüngten, nicht weißen, sagt man, frisch gedüngten Stadel ausgesucht. Und der Stadel hat meistens oben am Giebel so eine kleine Ziegel, so ein Loch gehabt. Und dann haben wir uns so 10, 15 Meter vorher aufgestellt und gesagt, wer am nächsten zu dem Loch hintritt. Und kurz bevor sie so 10, 15 Buben auf diese Mauer geschossen haben, wieder ausgehört hat, wenn der Bauer gekommen ist und seine Fische waren angeschaut hat, alle waren weg und keiner war dann dabei. Bis er der eine mal verraten hat, ob dann mit heimgekommen ist. Oder. Okay. Das waren so Freizeitbeschäftigungen. Oder bald, ich bin mit den Mädchen auch keine Berührungsängste mit den Mädchen gehabt. Wir haben mit den Mädchen sehr gerne Ball gespielt. Und zwar Fußbälle, aber ja, aus der Felsen, aber Fußball haben wir auch keinen Krieg. Wir haben so irgendwas herumgeschossen. Aber so Gummibälle waren schon leichter zu haben. Und aber an die Wand geschossen, wer mit einer Hand fangen kann, wer hinter uns fangen kann, wer 5-mal oder 10-mal an die Wand. Also diese Ballspiele haben wir Buben und Mädchen gemeinsam gemacht. Am liebsten war es uns aber, weil wir so viele Buben zusammengebracht haben, dass wir ein Fußballspiel machen konnten. Da haben wir zwei steile Stecken eingesteckt und haben auch bei irgendeiner Wiese, die gerade frei war, heute halt Fußball gespielt. Was haben wir noch gespielt? Ja, das ist das Zielhupfen, weiß nicht, ob das kennst oder so. Ziegelsteine geschliffen, da wurden Platte gemacht und das gesprungen. Oder was die Buben auch gerne gemacht haben, das haben wir auch gerne gemacht, wir haben gesagt, Wilder schupfen, das heißt Gewinn schupfen. Da hat man so einen Meter lang oder vielleicht so lang wie die Bank ist, einen Strich gezogen. Da hat man begrenzt, da hat man so eine Rundung gemacht
Da sind wir auch 10 Meter weit zurückgegangen, ob in einem Klosterstück, das war heute so wie ein Cent, das haben wir dann genommen, und wer am nächsten vom Strich gewesen ist, da waren es 5 oder 10 Buben waren, den haben dann die 5 Kloschen gehört. Und da sind wir aufgegangen, ist der genau am Strich oder näher, und ist ein bisschen durchgefahren, wer näher ist. Und da hat man sich gefreut, weil man 5 Kloschen dann gewonnen hat. Und beim nächsten Mal waren halt die 5 Kloschen dann wieder weg, ist der nächste dran gekommen. Man ist nicht reich, nicht arm geworden, aber hat mal gute Beschäftigung gehabt, der guten Zeit. Das haben wir gespielt, weil sonst hätte man nichts gehabt. Naja, es wird noch in der Volksschule gewesen sein, seit der 19 Jahre. Und da habe ich am Sonntag einen Schilling bekommen. Ein Schilling. Ja, was ist ein Schilling? Das ist heute, wenn ich es umrechnen würde, 10 Cent ist schon ein Schilling 30, schon 5, 36. 10 Cent sind schon ein Schilling 40, also weniger. Das wären 72 Cent genau, 72,6 Cent, wenn wir es umrechnen. Und das war, was ich glaube, was ich da für Anstrengungen gehabt habe, diesen einen Schilling, das war nicht zu leicht. Ich konnte mir jetzt um einen Schilling ein Eis kaufen. Das hat damals ein Schilling. Oder, das war schon groß, ich konnte mir zweimal ein Eis kaufen, das 50 Groschen gehabt. Aber ich habe damals so gern diese Fruchtrollen, Vanillerollen, wie sie heißen, wenn wir die aufgemacht haben, haben nämlich Tierbilder drin gehabt. Ich war leidenschaftlicher Tierbildersammler. Habe ich gedacht, aha, mit diesem einen Schilling, jetzt kaufe ich mir 50 Groschen Eis und 50 Groschen kaufe ich mir so eine Vanillerolle. Das, was wir gemacht haben, fortfahren konnten wir ja nicht. Ne? Wir haben ja nicht mal ein Rad gehabt. Jetzt, wenn ich die Schule aus, jetzt mir ein Rad mit, wenn ich mir vorher mal dumm bekomme, mit dem Rad herumfahre, den Radreifen haben wir gehabt. Das heißt, ein Teil vom Rad. Ich weiß gar nicht, wo ich ein Rad bekommen habe. Ich habe gar keines Leben. Ich weiß nicht, gelernt haben wir, durch die Stange fahren hat man das gelernt. Das war ganz interessant. Ein Herrenrad, das hatte nur damals Herrenleder gegeben. Und das war so ein Waffenrad, hat man es genannt. Die waren noch von der Besatzungszeit. Und ihr kennt ja Herrenleder, die haben so eine Stange. Ne? Und weil wir noch zu klein waren, über die Stange konnten nicht fahren, jetzt sind wir das Pedal gestiegen, unter die Stange durch und sind so dran gelegt und haben durch die Stange Fahrrad fahren können. Und am Ende im Winter, so nach Weihnachten, da wurde in den meisten Häusern Federn geschlissen. Was heißt das? In den Duckenden waren früher, heute gibt es es auch fast nicht mehr, ich weiß es nicht, in den Duckenden waren früher Gänsefedern, waren die besseren, oder auch Entenfedern drinnen. Die Federn mussten damals geschlissen, das heißt, da musste die Feder vom Kiel heruntergezogen werden. Da sind wir sehr lustig zugegangen, die Frauen haben sehr gerne Lieder gesungen. Und die Alpenvolkslieder, die ich kenne, ich war immer von Anfang bis sehr neugierig, ich bin immer dort gesessen, habe meistens darauf gegessen, aufzuwachen, weil ich immer zugehört habe, die Lieder zu singen. Und die alten Lieder, die ich kenne sehr viele alte Lieder, die habe ich dort gelernt. Und wenn dann die Federn alle geschlossen waren, ich glaube 5 oder 6 Kilo, so in der Menge dürfte das gewesen sein, dann hat es einen Federnsieb gegeben. Das war das Abschlussfest, da wurde aufgekocht, Würste und Mehlspeisen. Und so, das waren so die Beschäftigungen für die Leute im Winter. Und dann, wie die ersten Fernseher gekommen sind, dann hat vielleicht einer einen Fernseher gekriegt und rundherum die ganze Nachbarschaft ist am Abend Fernseher gekommen. Das war nicht schlafen wollte man nicht. Da ist am Abend draußen gesessen und hat gebratscht und hat erzählt. War das Kino in Schattung? Das war so besucht, das Kino. Ja. Ich weiß, am Sonntag waren 3 Vorstellungen. Um 3, um 5 und um 8. Um 5, da hast du fast keine Karten mehr. Die waren ausverkauft. Wir sind haben uns anstellen müssen, dass wir Karten kriegen. Ja, keiner konnte zu Hause Fernsehen. Die Leute waren froh, dass sie es gesehen haben. Fernsehen hat es längst nicht gegeben. Es waren dann Schattendorf, Baumgarten, Blasburg und Wolpersbach sind dann ins Kino gekommen. Da sind wir angestanden, keine Karten. Wir haben den ersten Fernseher bekommen, ja, da wäre bestimmt schon 18 Jahre alt gewesen sein. Als Vergleich, wann habt ihr euren Fernseher in euer Zimmer bekommen? Nur als Vergleich dazu.